So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft Feedbeast Infinity. Letzte Mal haben wir hier die, wo ist denn hier die Blume, die Jaded Amaranthus gebaut. Mit der lässt man andere Botania Blumen wachsen. Das Ganze kostet halt einiges an Mana, deswegen müssen wir jetzt heute gucken, wie wir am besten Mana herstellen. Funktioniert. Okay, das funktioniert. Ohne dass ich wie heißt es denn? Die in der Mitte hier mache. So, das ist cool. Das ist echt cool. Jetzt müssen wir erstmal die Sachen, die wir nicht brauchen, wegschicken. Pams Harvest Craft. Pams, 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 Pams. Das ist auch nicht. Botania. Also Blumen bekommen wir jetzt schnell zusammen. So schnell wie wir halt Mana bekommen. Müssen wir vielleicht noch eine bessere Plattform bauen. Pure Daisy. Haben wir auch. War alles da. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt, wo haben wir das Buch? In der Truhe wieder. Das war die erste Version. Das wir werden schon weiter. Egal. Wir haben jetzt im Moment bloß den einen Mana-Pool und wie man sieht, der geht aber langsam leer. Deswegen müssen wir noch ein paar Enderflames machen. Die am besten automatisch dann befüttern. Probe nehmen. So, damit ich nicht hier die ganze Viecher kill. So, ach komm. Alle weg. Das passt schon. Jetzt sollte ich endlich mal das Buch aufmachen und lesen. Ups. Oh, nochmal. Bis auf die Pure Days. Halt, das ist ja ein Ding. Nicht ein Depp, die Pure Daisy ist ja auch eine Gebrauchsblume. Das ist ja die, um die wir das Holz rumbauen müssen. Bin ich ein Depp. Wir brauchen also jetzt nochmal Enderflames. Das heißt, wir brauchen braun, einmal braun aufgewertet, grau, rot und rot aufgewertet. Das, das und wo ist der andere Light Gray hier? Die Blumen können wir hier mal reintun. Die, wo wir brauchen. So. Einzige Frage, die bleibt, lassen wir das alles hier? Oh Moment, ich brauche Mana Tablet. Mana Tablet hier. In dem kann man Mana speichern. Da brauchen wir Living Rock und eine Perle. Wir haben nur 6 Living Rock. Scheiße. Was heißt denn? Wir brauchen Schaltstein, haben wir hier. Ah, die Pure Daisy müssen wir woanders hin stellen. Braucht ja nichts. So gesehen. Aber da müssen wir trotzdem dann das Ganze mal automatisieren. Da wir ein bisschen Living Wood und Living Rock herstellen könnten. Wenn wir es brauchen würden. So, einmal die Perle. So. Da war das nur ein Dia. Mana Perle. Okay. Die sind nämlich gleichwertig. Und mal gleich auf, kann man beide meistens verwenden. Eine Sekunde, ja, läuft alles noch gut. Dann lasse ich das Ganze hier oder ziehe ich es um in meine andere Welt? Immer die Frage.
nämlich genauso richtig gemacht. Ich habe jetzt alle Blumen, die in dem Radius gewachsen sind, direkt abgebaut. Ein bisschen mehr wahrscheinlich auch noch, weil da ist ein bisschen Krust wieder dabei. Das brauchen wir nicht. Da einmal können wir eine Tasche tun. Der Rest sind Blumen. Botania. Doch, das sind alle. Alles Botania-Blumen. Und so leicht kommt man eigentlich an Pedals ran, wenn man ein bisschen weiter ist im Spiel. Wir brauchen Seeds, wir brauchen Rot, wir brauchen Braun und wir brauchen Grau. Das reicht uns gerade mal für eine. Jetzt reicht es für ein paar mehr. So. Nur 5 Enderflame, 5 Enderflame. 5 Enderflame. So. 3 von denen, 3 von denen, 3 von denen. So. Die können wir alle wieder weg. Dann brauchen wir noch Seeds. Haben wir eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, dass wir Seeds bekommen? Weil. Ach doch, wir bauen ja irgendwo Dinge ab. Kann schon sein, dass wir Seeds bekommen. Da haben wir das Living Wood. Da war die Scheiße mal abbauen. So, ne, ein Ei. Das hat er doch auch gesagt, gell? Ah genau, jetzt haben wir Mystical Flower offen, also wenn man Shift-Rechtsklick auf ein Botania-Item macht, bekommt man Infos dazu. Wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Und 4 Slots frei. Ne, wir brauchen mehr. So. Und wir brauchen den Wassereimer. Das Autofüllen müssen wir hier auch noch hinmachen. Zack, 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 zack. Geht so schön einfach jetzt. Weh, du frischst hier die Samen weg, du dummes Huhn. Na komm. Zack. Zack, zack und fertig. Dreimal Endoflame. Muss man die kurz neu anordnen und ein bisschen Dirt holen. Halt mir den Dirt noch dabei. Hier noch einen hin und hier noch einen hin. Brauche ich das jetzt hier, weil es wird scheiße aussehen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich will jetzt hier Dropper bauen und die ganze mit dem Timer versehen und dann einfach alle paar Sekunden mal, was heißt paar Sekunden, wenn ich ein ganz schön langer Zeitraum, den man da abwarten muss, ein Stück Kohle fallen zu lassen. Aber ich denke mal schon, dass wir alles jetzt einpacken. Weil hier so offen das Ganze zu haben, ist nicht gut. Wasser. Irgendwie konnte man es füllen. Ich glaube, das war ein Activator. Füllt es sich jetzt? Moment, wir müssen Magnet Mode ausschalten. Okay, das hat keinen Modi. Wir können nicht Shift-Klick und es fallen lassen. Wo ist unser Stab? Jetzt. Jetzt müsste es rausgehen. Genau, da sind die Partikel. Und zum anderen Tablet lädt sich, aber ich schätze mal, mir in so viel Mana hier.
dass das nicht reichen wird. Ist ja schon voll. Nee, fast. Also wir brauchen noch ein paar Mana-Tablets. Weil, wenn wir das in der anderen Welt drüben bauen, dann können wir das auch alles direkt automatisieren. Oh, okay, jetzt brauchen wir doch kein zweites. Das können wir eigentlich aus dem machen. Mana Tablet, ich kann ein Band of Mana machen. Mana Mirror. Terra Shatterer. D-Rank. Okay, den kann man aufwerten. Der Ring hört sich cool an. Den kann man eigentlich geschwind mal machen. Aber das war ein normales Crafting Recipe. Nein. Ah, das braucht das echt ein leeres. Das war einmal ganz zurück. Band of Mana. Meine. Okay. Da ist doch einfach das, was ich habe. Mana Tablet. Und viermal Mana Steel. Das ist nur, weil es voll ist. Und so kann man das Ganze noch verbessern. Moment, wie stellt man das her? Ah, da brauchen wir dann so ein Altar. Jetzt müssen wir aber langsam erstmal hier alles einpacken. Nochmal Blumen pflücken. Und dann müssen wir echt das hier alles mal in eine Tasche stopfen. Falsche Tasche. Also das meiste. Weil alles können wir glaube ich nicht mitnehmen. Dich machen wir kaputt. Magnet Mode an. Und wir haben alles. Hör auf hier Eier rumzufurzen. Zack, 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 zack. Alles rein. So. Nein. Tschüss. Die müssen wir auch alle mitnehmen. Die auch. Dann das hier rein. Das. Und dann muss ganze Sachen noch. So. Steine haben wir schon mal dabei. Blume Arm. Horn of the Wild Arm. Dann unseren Wasserdinger. Habe ich noch was, wo ich Mana kurz brauche? Wahrscheinlich nicht. So, alles mitgenommen. Alles in die Tasche. Das kann ich alles ins ME-System. Das auch, Pam Servicecraft, das hat alles nichts mit Botania zu tun. Ah, ist das geil, dass ich jetzt hier auch Zugriff aufs ME-System habe. So, das auch alles. Blumen. Ach komm, schade, dass das Shift-Click damit funktioniert. So, alles weg. Und der Rest auch noch. Dann können wir die Truhe nämlich auch noch abbauen. Ganze Pedals. Habe jetzt was hier drin, was nicht Botania ist und nicht gerade erst rein. Ja, egal. Also, Botania hier abgeschlossen. Alles mitnehmen. Dann müssen wir drüben das schön. Was heißt schön? Schön wird's nicht. Aufbauen. Whoops.
Ups, auch. Sieht schon cool aus. Haben wir ja da Logo dafür. Jetzt, wo machen wir Botania hin? Komm, baue ich auf mein Häusle. Sieht doch cool aus. Dort, das gefällt mir. Also Botania auf jeden Fall in Keller. Erstmal hier runter. Nicht hier. Gegenüber Monsterfalle. Hier ist noch ein bisschen. Ah, das habe ich scheiße gebaut, dass das hier so mit drin steht. Aber ich würde sagen, wir machen es in die Hausrichtung. Da haben wir bis jetzt bloß die Rüstungen stehen. So. Das heißt, das hier hin. Dann wollen wir ganz viel Dreck bauen, brauchen. Ah, scheiße. Hier wächst ja kein Gras. Das ist noch ein bisschen scheiße gemacht. Dass da drauf kein Gras wächst. Dass in der Welt kein Gras wächst. Jetzt erstmal wieder alle Pedals und alles, was mit Titania zu tun hat, in die Truhe. Das ist alles Botania. Oh Mann. Da müssen wir nochmal ein leeres Tablet bauen, damit wir den Ring machen können. Zack, zack. Alles mitnehmen. Dann bauen wir eine Wasserquelle hier. So, das war's eigentlich. Hoch die ganze Blumen. Alles hier rein. So. Und mal ein Tablet auch. Dann zweimal so Teilehämmer. So Pools. Jetzt. Das hier weg. Braun Dreck hier unten. Warum? Ich muss mal in die Configs gucken. Vielleicht kann man das Graswachstum anstellen. Ist halt ein bisschen cheaty, aber. Nee. Ist ein bisschen scheiße, wenn hier kein Gras wächst. So, Builderswand haben wir dabei. Machen wir mal hier einfach so. Na komm. So, das mal kurz vor Botania, das wird eine ganze Weile reichen, der Platz. Jetzt brauchen wir da, nicht der Wand. Das, unsere Blumen. Die 5, die hier, die Mana Splatter. Ich dachte, das war Mana Splatter. Blumen haben wir alle hier, okay. Die braucht nur einen kleinen Platz. Dann würde ich sagen, kommen die Endoflames. Kann man die so am besten machen? Ja, normalerweise muss man die so aufbauen. Dann einmal hier den hin. Den hier hin. Doch, der Wand brauchen wir. So, das passt. Dann Dropper. Da haben wir noch einige. Dann haben wir Baumaterial. Einmal oben drauf. So. Bin ich ein Depp? Ich muss das Ganze noch ein paar hochziehen. Weil ich muss ja die Dropper von unten hin machen. Also hier unten hin. Wir haben keinen Flächenmodus an. So. Zack, 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 zack.
So. Dann brauchen wir jetzt. Item. Na, wie hießen sie? Oder haben wir sie dabei? Item Conduit sollten wir doch. So einen. So, da brauchen wir Redstone. Kabel. Die haben wir dabei. Und die können wir hoffentlich hier, weil die können wir da oben drauf setzen. Dann brauchen wir Cover. Wie heißen sie? Ender.io, da, ne? Und zwar der Fall. Doch, da haben wir. Das ist Painted Conduit Fassade. Ach komm, das sieht trotzdem genauso scheiße aus. Egal. Da können wir jetzt nämlich Ding draufsetzen. Ich brauche eine Wrench, sonst komme ich dann jetzt nämlich an die Konfiguration dran. Da ist der Hammer. Insert. Dann das Ganze nochmal. Dann brauchen wir jetzt eine Redstone Clock. Was man noch nicht kaufen hat, die ist noch nicht verbunden. Wird hässlich. Aber es soll funktionieren. Das ist mal der Hauptgrund. Oh nein, jetzt sind wir von der Zeit schon wieder drüber. Na komm, bau da hin. So. Die alle Konfigurationen sind wurscht. Wir brauchen jetzt mal hier eine. Chest am besten ein bisschen. Wir brauchen eigentlich gar keine Chests. Capacity Bank empty. Und der hier geht auf Extract ohne. So. Jetzt brauchen wir einmal einen Timer. Haben wir nicht. Hat man da dazu alles noch? Das müssen wir dann jetzt kurz noch gucken. Oder. Nein, das müssen wir in der nächsten Folge machen. Das können wir aber noch machen. Und dann schon mal unsere Blume hier aufstellen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja. Wir brauchen ein bisschen mehr Dreck. 1, 2, 3, 4 Blume und noch eine Reihe Dreck hin. Brauchen wir 2. So. Dann einmal das Ganze noch hier hin mit dem hier. So. Hat das funktioniert? Müsste eigentlich funktionieren. So. Ender Flames sind alle lahmarschig, weil die haben kein Material zum Verheizen, deswegen einmal zum ME-System. Wir nehmen Kohle. Packen mal den ganzen Dreck hier rein. Die Hauber brauchen wir auch nicht mehr. Dann nehmen wir später noch einen Timer basteln. Jetzt leckt's. Ach, scheiße. Jetzt. Da ist die ganze Kohle rauskommen.
Machen wir mal ein bisschen mehr Kohleblöcke. Moment, das machen wir einfacher. Halt, mir keine Kohle dabei. So. Einmal Kohleblöcke. Crafting Pattern. Hier rein. Kohleblöcke. Machen wir mal 300. Dann können wir nämlich runtergehen und die direkt aus dem ME-System. Ah, scheiße, ich muss jetzt ja den Weg hier nehmen. Da brauchen wir dann auch noch einen Stein, aber jetzt müssen wir Schluss machen. Verdammt, verdammt, verdammt. Die Folge wird's lang. Das Teil setzen wir noch hier hin, da müssen wir dann Wasser machen. Jetzt. Coal. Block of Coal. So, alles was wir haben rein. Der verteilt das jetzt schön auf die Dropper. Oder auch nicht. Doch, der verteilt es schön auf die Dropper, bis auf die letzten zwei, weil doch die auch noch Anschlüsse wird das hier. Also, da müssen noch ein bisschen mehr Kohle rein. Aber das ist alles in der nächsten Folge. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.